richtig schöne Touri-Bustour gebucht. Für 20 Euro pro Person und fahren jetzt erstmal quer durch Wien. Mache ich. Die ist richtig geil. Eine Achterbahn, in der man liegt. Wie geil ist das denn? Da gehst du rein? Ja, klar. Hammer. Aber gut. Machen wir mal was anderes. Mal so im Liegen mit der Achterbahn zu fahren. Ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Willst du da mal mitmachen? Nein. Erst vorwärts, dann rückwärts. Drei Loopings. Na gut. Oh Gott, worauf habe ich mich eingelassen? Er hat mich überredet, hier reinzugehen. Scheiße, ey. Ey, wenn ich kotzen muss, bist du schuld. Wien sind wir hier gerade beim Riesenrad stehen geblieben. Das ist ja das, ich glaube, älteste Riesenrad irgendwie hier, 100 Jahre alt. Und hier drumherum ist so eine Art Freizeitpark aufgebaut, ne? So dauerhaft. Man zahlt hier zwar keinen Eintritt, zahlt einfach nur die einzelnen Fahrgeschäfte. Und es ist total cool hier, ne? Chris hat auch gleich mal was ausprobiert. Ja, ist richtig geil. Also, die haben hier nicht nur Sachen für Kinder, die haben hier richtig die krassen Sachen und die haben es echt in sich. Und das Coole ist, also hier sind Karussells oder Fahrgeschäfte, die ich woanders noch nirgends gesehen habe. Zum Beispiel einmal eine Achterbahn, wo man im Liegen fährt, richtig geil. Hat er gleich ausprobiert. Oder Sonja habe ich eben noch reingeschleppt, eine Loopingbahn, da fährt man drei Loopings vorwärts und dann wieder drei Loopings rückwärts zurück. Also Hammer, richtig geil. Also das lohnt sich, auf jeden Fall hierher zu kommen und man muss auch nirgends Schlange stehen. Das ist Hammer und die Preise sind auch völlig okay. Wir haben endlich Sonne! Ja. Wir sind immer noch auf unserer Wien-Rundfahrt und wir sind jetzt hier auf der Donauinsel angekommen, sind hier so ein bisschen rumspaziert und hatten richtig Hunger. Sind wir hier in so einem chinesischen Garten angekommen, wo sie auch ein Restaurant haben, das China Sichuan Restaurant. Und es ist total schön hier, man sitzt hier ganz toll in so einem richtig chinesischen Garten, also man kommt sich vor wie im Asia-Urlaub hier irgendwie. Mhm.
Ja, und beim Asiaten hat man ja generell meistens kein Problem, was Veganes zu finden. Ne? Wir haben jetzt mal Vorspeisen bestellt. Ich habe hier vegetarische Frühlingsrollen. Und Chris hat so einen Avocado-Apfel-Tomatensalat. Ja. Sieht gut aus. Ja. Ja, lassen wir uns jetzt mal überraschen. Schmeckt gut. Schön frisch. So, ich habe hier gebratene Nudeln mit Gemüse. Und Chris hat Tofu, das heißt hier Dofu mit D. Mit Cashew. Mit Cashewkernsoße und Paprika. Ne? Genau. Und Reis natürlich. Schmeckt richtig gut. Ich habe gerade mal so eine rote Peperoni probiert. Da hatte mich die Kellnerin darauf hingewiesen, dass man die nicht essen sollte. Die sind nur zum Würzen dabei, weil die sehr scharf sind. Ich habe sie trotzdem probiert und sie sind sehr scharf. Ach. Aber ich habe es überlebt. Also es geht. Und mit Stäbchen essen, da braucht man natürlich auch länger. Aber ist eigentlich nicht schlecht, wenn man dann noch besser kaut. Und das ist ja, man soll ja eh nicht so hastig schlingen. Das sollte ich öfter machen. Reis ist ein bisschen schwierig, aber geht auch. Wir hatten heute einen richtig schönen Tag hier in Wien. Wir haben eine ganz tolle Stadtrundfahrt gemacht, haben uns viele Sachen angeguckt und haben auch richtig Glück mit dem Wetter gehabt. Endlich Sonnenschein heute. Oh. Und jetzt lassen wir den Abend ausklingen hier. Wir sind jetzt hier auf der Donauinsel. Hier gibt es ganz viele tolle Bars und Restaurants direkt hier am Wasser. Das ist so eine richtig schöne Promenade und da kommt richtig tolles Urlaubsfeeling auf. Das hätten wir gar nicht gedacht, dass es sowas Schönes hier auch noch gibt. Also es gibt überhaupt ganz viele tolle, schöne Sachen hier in Wien, aber jetzt so sowas Urlaubsfeeling-mäßiges. Die drei Tage haben natürlich wieder, wie immer, überhaupt gar nicht ausgereicht, um hier ganz Wien natürlich zu erkunden. Wir haben nur einen kurzen und groben Überblick irgendwie über die Stadt bekommen, sind aber total begeistert. Also wir finden Wien richtig schön. Ne? Also es ist, ja, es ist so eine pulsierende Stadt irgendwie, ne? Merkt man. So eine Metropole ist auch sehr international hier, ganz viele Touristen aus aller Welt. Also ganz, ganz toll. Ja, was das Veganer Essen hier in Berlin, hätte ich was gesagt, in Wien angeht. Wir hatten ja einen tollen Plan dabei, diese Liste ausgedruckt, aber wir sind trotzdem ohne Plan hierher gekommen, weil wir waren ja nun Freitag, Samstag, Sonntag hier, Freitag davon war Feiertag und jetzt Sonntag, also Feiertag und Sonntag haben wir festgestellt, haben hier ganz, ganz viele Läden zu. Die nehmen es hier sehr ernst mit ihren Feiertagen irgendwie und von dieser Liste hatten eben ganz, ganz viele Läden zu. Konnten wir jetzt gar nicht abklappern. Auch heute am Sonntag haben ganz viele zu, wo wir eigentlich gesagt haben, heute noch mal ein schönes Stück Kuchen irgendwie da und da oder so. Ist nicht. Und gestern haben wir es leider, ich meine, man kann ja auch nicht mehr als essen, auch nicht geschafft natürlich, überall mal vorbeizuschauen. Außerdem hatten wir ja noch eigene Vorräte, die wir mal aufbrauchen wollten. So haben wir nur einen Bruchteil natürlich von den veganen Möglichkeiten hier in Wien ausprobieren können. Aber natürlich umso mehr ein Grund, nochmal wiederzukommen, weil wir haben so viel hier einfach nicht gesehen, dass es sich auf jeden Fall lohnt, nochmal wiederzukommen. Ich weiß nicht, wo wir überall nochmal hin müssen, aber nach Wien auf jeden Fall. Naja, vielleicht nochmal kurz zum Campingplatz, wo wir übernachten. Das ist ja Camping Wien Süd. Ist überhaupt nicht zu empfehlen, ist eigentlich auch kein richtiger Campingplatz, sondern ich würde eher sagen Stellplatz, ein überteuerter Stellplatz. Ist richtig teuer, dafür hat man nur eine Wiese, die ungepflegt ist. Das Waschhäuschen ist auch ungepflegt. Ja, dreckig meistens. Und sonst hat man keine Facilities oder irgendwelche Möglichkeiten. Ist wirklich nur eine Wiese und das war's. Weiß ich nicht, ist überhaupt nicht zu empfehlen. Würde ich nicht nochmal hingehen. Ansonsten
wie gesagt, hat uns Wien super gefallen. Wir kommen wieder. Und ja, das war jetzt unser schöner Wien-Urlaub hier. Leider nur 3 Tage. Wir ziehen morgen weiter. Und deswegen sagen wir, wir sind weg.